Vor ein paar Tagen wurde scheinbar ein neuer Geschwindigkeitsrekord in der zivilen Passagierfliegerei aufgestellt. Das klingt schon mal wahnsinnig spannend. Das dachten sich wohl viele und deswegen gab es ein paar Tage danach sogar in ganz normalen Zeitungen und überall im Internet mindestens einen kleinen Artikel über diesen jetzt neu aufgestellten Geschwindigkeitsrekord. Und da war dann auch gerne mal die Rede von schneller als der Schall. Dann wieder von einem Geschwindigkeitsrekord im Unterschallbereich. Na, was ist es denn jetzt? Deswegen schauen wir uns das heute mal etwas genauer an und wir gucken uns die Fluggeschwindigkeiten an, die im Flugzeug interessant sind, denn das ist nicht nur eine. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. So Sätze wie der Rückflug ist ja immer schneller. Den hört man ganz gerne mal, aber dabei gilt natürlich, nicht jeder Rückflug von überall ist immer schneller als der Hinflug. Aber auf einer von Europa aus gerne geflogenen Strecke, und zwar der Verbindung nach Nordamerika, da ist das meist tatsächlich so. Und deswegen hat sich dieser Satz wohl hier und da so ein bisschen etabliert. Wenn man von hier aus mit einem regulären Linienflug, zum Beispiel nach Kanada, in die USA oder auch meist noch nach Mittelamerika oder irgendwo in die Karibik fliegt oder sowas, dann gilt meist, dass der Rückflug deutlich schneller geht als der Hinflug. Also man braucht einfach sehr viel weniger Zeit für den Rückflug als für den Hinflug. Aber woran liegt das? Klar, der Rückflug ist schneller, weil die Erde, die dreht sich ja unter einem durch. Man darf ja die Erdrotation nicht vergessen. Bedeutet, das, was wir überfliegen möchten, das wird quasi unter uns durchgedreht, weil wir uns ja in der Luft befinden. Heißt, die Distanz, die wir zurücklegen müssen, die ist dann kürzer, beziehungsweise die Erde hilft uns dabei. Nein, das ist natürlich Quatsch, denn hätte die Erdrotation einen direkten, und das ist für den weiteren Verlauf des Videos wichtig, einen direkten Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug eine bestimmte Strecke zurücklegt, zum Beispiel eben von New York nach Frankfurt, dann würde der Rückflug aus den Vereinigten Staaten sogar noch länger dauern, denn die Erde dreht sich, jetzt mal ganz einfach gesagt, von außen betrachtet, so wie wir die Erde als richtig herum empfinden, gegen den Uhrzeigersinn. Fliegen wir jetzt also von Westen nach Osten oder von New York nach Frankfurt, dann würde sie quasi gegen uns arbeiten und die Flugzeit verlängern. Und auf dem Hinflug würde sie sich dann, wenn das so funktionieren würde, unter uns durchdrehen und damit die Flugzeit verkürzen. Aber das ist nicht so. Das ist also wirklich nicht die Erklärung für einen schnelleren Rückflug. Tatsächlich hat die Erdrotation aber einen Einfluss auf die Flugzeit auf den eben genannten Strecken, zum Beispiel von New York nach Frankfurt, aber einen indirekten Einfluss in Form der Corioliskraft. Die sorgt nämlich dafür, dass jetzt in der nördlichen Hemisphäre betrachtet, dass durch Luftmassen, die sich erst einmal ganz einfach vom Äquator in Richtung Norden bewegen, dass daraus ein sogenannter Jetstream entstehen kann. Das sind auf Deutsch Starkwindbänder, recht verlässliche und starke Höhenwinde, die man in der Luftfahrt sehr gut für sich, aber auch sehr gut gegen sich nutzen kann. Im Idealfall nutzt man sie natürlich nur für sich, was auch schon mal die einfache Erklärung dafür ist, warum man auf dem berüchtigten Hin- und Rückflug nicht immer die gleiche Routenführung verwendet. Der für die eben genannte Strecke von New York nach Frankfurt interessante Jetstream ist der sogenannte Polarfront-Jetstream. Der zieht sich einmal um die ganze Erde, findet man dort das ganze Jahr über, so rund um den 50. Breitengrad. Der ist hier und da mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Aber in Anführungszeichen am stärksten ist dieser Jetstream jetzt mal für uns dadurch erkennbar, dass die Windgeschwindigkeit im Kern des Jetstreams am größten ist. Das ist meist im Winter der Fall. Da erreicht man dann Windgeschwindigkeiten im Kern des Jetstreams, die ruhig mal auf die 500 km/h zugehen können. Und das ist schon wirklich schnell. Und jetzt nur mal so folgende Überlegung. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ein Flugzeug fliegt den direkten Weg von New York nach Frankfurt, ist die ganze Zeit im Reiseflug, also An- und Abflug lassen wir da mal weg. Und man kann da einen 500 km/h Rückenwind, also die maximale Geschwindigkeit oder das, was wir jetzt als maximale Geschwindigkeit in diesem Jetstream angeben, das kann man über die ganze Strecke für sich nutzen. Und zwar völlig ideal, die ganzen 500 km/h. Das bedeutet, das Flugzeug fliegt normalerweise auf dieser Strecke, das sind knapp 6200 Kilometer, Boeing 787 fliegt so 900 km/h, braucht also ungefähr 7 Stunden dafür. Jetzt 500 km/h Jetstream sorgt dafür, dass das Flugzeug über Grund 1400 km/h schnell ist. Heißt, man braucht nicht mal mehr 4,5 Stunden für die Strecke. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Ganz so einfach und ganz so perfekt funktioniert das in der Praxis natürlich nicht. Damit kommen wir jetzt zum eigentlichen, wirklichen Rekordflug. Da war in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar eine Boeing 787-9 der Norwegian Airlines auf dem Weg von New York nicht nach Frankfurt, sondern nach London Gatwick. New York-London ist dafür so eine gern genommene Strecke. Ist auch schon seit Ewigkeiten die Strecke, auf der der Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrt aufgestellt wurde. Ihr erinnert euch bestimmt, haben wir schon 1000 mal drüber gesprochen. Ein Rekord aus dem Jahr 1996. Die Concorde hat den aufgestellt, ist in 2 Stunden, 52 Minuten und 59 Sekunden von New York nach London geflogen. Das ist wirklich schnell und dieser Rekord gilt mittlerweile seit 23 Jahren.
war ja ein Überschallpassagierflugzeug. Und die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, beziehungsweise die Dinger legen gerade eine etwas längere Pause ein. Daher ist das, glaube ich, auch für jeden ganz gut nachvollziehbar, dass aktuelle Passagierflugzeuge, die können einfach nicht so schnell fliegen. Also die schaffen es einfach nicht, in unter 3 Stunden über den Atlantik zu kommen. Das ist aktuell einfach nicht möglich, beziehungsweise so stark ist kein Jetstream. Na gut, deswegen gibt es natürlich auch einen Rekord für Unterschallpassagierflugzeuge, also für die Passagierflugzeuge, mit denen wir zum aktuellen Zeitpunkt wieder bzw. noch unterwegs sind. Und dieser Rekord kam bis zum eben genannten 19. Februar aus dem Jahr 2015. Da hat man es mit einer British Airways 777 geschafft, in nur 5 Stunden und 16 Minuten von New York aus nach London zu fliegen. Das war die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrt für Unterschallpassagierflugzeuge. Diesen Rekord hat man jetzt am 19. Februar also gebrochen mit der Norwegian 787. Die hat es nämlich in 5 Stunden und 13 Minuten geschafft. War also 3 Minuten schneller. Und das reicht für einen neuen Rekord. Jetzt ist natürlich klar, an die eben in dem Rechenbeispiel da erwähnten 4,5 Stunden, da kommt das natürlich nicht annähernd dran. Da hängt ein An- und Abflug mit dran, das Flugzeug muss beschleunigen, muss abbremsen. Der Jetstream hat nicht die ganze Zeit eine Geschwindigkeit von 500 km/h, man kann das nicht über die ganze Distanz für sich nutzen oder man fliegt halt auch gar nicht immer die ganze Zeit im Kern des Jetstreams. Man darf sich das nämlich auf gar keinen Fall vorstellen wie so eine schnurgerade, richtig schön lange Autobahn, bei der man die linke Spur einfach mal für die 787 blockt und die dann da drüber heizen lässt, sondern das alles ist sehr dynamisch. Ihr seht das schon auf den Bildern. Der Jetstream, der macht da so Kurven. Man könnte fast sagen, der faltet sich so ein bisschen zusammen. Das hat verschiedene Gründe, die wir jetzt nicht weiter erläutern müssen. Es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass das alles sehr dynamisch ist und eben nicht einheitlich. Und jetzt kann sich jeder sicherlich ganz gut vorstellen, dass dynamische Luftmassen, die alles andere als einheitlich sind und die sich wirklich schnell bewegen, die den geplanten Flugweg auch gerne mal etwas mehr kreuzen, als dann wirklich mit dem Flugzeug in genau die richtige Richtung mitzuströmen. Also aus dem Flugzeug betrachtet, kommt der Wind die ganze Zeit mit verschiedenen Geschwindigkeiten aus verschiedenen Richtungen. Das sorgt ganz einfach für Turbulenzen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ach, Turbulenzen, das macht mir überhaupt nichts aus, aber in einem Jetstream im Winter, der auch gerne mal Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 km/h erreicht, da kann das durchaus mal eine Ecke heftiger sein als im Sommer über irgendeiner Pfütze im Garten. Heißt, da kann es richtig ordentlich scheppern und das ist nicht nur für die Passagiere unangenehm. So ein Flugzeug hält wirklich viel aus, aber man muss da sein Glück ja wirklich nicht herausfordern. Also das hat auch was mit Flugsicherheit zu tun und dann einfach da so durch den Kern des Jetstreams durch zu plecken, der dann wahrscheinlich, wie gesagt, halt eben den Flugweg auch mal mehr kreuzt, als dass man sich wirklich da reinhängen könnte. Das überlegt man sich dann dreimal. Und das ist natürlich nicht nur im Kern des Jetstreams so, sondern das hat ja alles Auswirkungen auf die direkte Umgebung, kann sich teilweise sogar bis auf den Boden runterziehen, wo man es dann immer noch als Turbulenzen wahrnehmen kann. Und wenn das dann nicht durch irgendwelche Wolkenformationen oder so quasi gekennzeichnet ist, dann kann das auch mal in klarer Luft sogenannte Clear Air Turbulences geben. Und allein aus dem Grund ist das dann ja schon mal wirklich interessant zu wissen, wo sich ein solcher Jetstream befindet und inwiefern der Auswirkungen auf meine Flugplanung haben könnte. Denn so einen Jetstream gibt es ja jetzt nicht nur in Form des sogenannten Polarfront Jetstreams, ist jetzt vielleicht der bekannteste und interessanteste, weil er so beständig ist, weil er sich um die ganze Erde zieht und auch so viel Kraft und deswegen auch so große Auswirkungen hat. Aber so ein Jetstream kann auch, keine Ahnung, über Europa entstehen, über dem Mittelmeer entstehen und deswegen auch die Flugplanung auf einem Urlaubsflug von Hamburg nach Mallorca betreffen und da dann auch für Turbulenzen oder kürzere oder längere Flugzeiten sorgen. Aber zurück zu dem Rekordflug. Wie konnte jetzt also diese Norwegian 787-9 so wahnsinnig schnell über den Atlantik fliegen? Muss man jetzt kein Genie für sein, um zu erkennen, dass die eine Durchschnittsgeschwindigkeit über Grund von mehr als 1000 Kilometern die Stunde hatte? Ja, und tatsächlich, es waren maximal 1248 km/h mit maximal 325 km/h Rückenwind. Die Schallgeschwindigkeit beträgt hier am Boden, je nach Temperatur, davon ist sie nämlich abhängig, etwa 1230 km/h. Da, wo die 787 unterwegs ist, dürften das noch so 1100 oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger gewesen sein. Ist die 787 jetzt also schneller geflogen als der Schall? Natürlich nicht, denn die 787, die fliegt so mit 84-85% der Schallgeschwindigkeit. Die Boeing 747-8, die ist da noch ein bisschen schneller, die müsste somit am schnellsten sein bei den Passagierflugzeugen. Die fliegt mit 85, vielleicht wenn man unbedingt möchte, auch mal mit 86% der Schallgeschwindigkeit. Schneller sind dann eigentlich nur noch Business Jets. Die fliegen gerne auch mal mit deutlich mehr als 90% der Schallgeschwindigkeit. Und ansonsten kommt da in der zivilen Verkehrsfliegerei eigentlich nur noch ein Überschallflugzeug wie die Concorde. Aber davon fliegt halt aktuell keins. Um jetzt ein bisschen was über Fluggeschwindigkeiten zu erfahren und zu verstehen, schaut man sich am besten einfach mal die Fluggeschwindigkeiten an, die dem Piloten direkt angezeigt werden, weil die können dann ja nicht so ganz unwichtig sein. Wenn man sich da jetzt das sogenannte Primary Flight Display anschaut, also das Display, auf dem die Informationen zu finden sind, die primär für das Fliegen wichtig sind, dann findet man dort erst einmal eine sogenannte Indicated Airspeed bei kleineren Flugzeugen, bei größeren Maschinen, da hängt dann noch ein Computer dazwischen, der gewisse Fehler rausrechnet, da findet man dann
dann eine sogenannte Calibrated Airspeed. Aus dieser Geschwindigkeit heraus kann der Pilot mehr oder weniger direkt die aerodynamischen Verhältnisse und die aerodynamischen Kräfte am Flugzeug erkennen bzw. ablesen. Daran kann er erkennen, wann er zum Beispiel das Fahrwerk oder die Landeklappen fahren darf. Oder auch die Geschwindigkeiten für Start und Landung, die werden hier am Primary Flight Display abgelesen. Dazu gibt es dann noch bei größeren Höhen oder zum Beispiel dann spätestens auf der Reiseflughöhe eine sogenannte Machtzahl. Die ist jetzt für diesen Rekordflug nicht weiter wichtig, die braucht man zum Beispiel im Reiseflug, wenn man sich an die Höchstgeschwindigkeit des Flugzeuges annähert, dann ist diese Machtzahl interessant, die findet man deswegen auch auf dem Primary Flight Display. Ansonsten gibt es daneben das Navigation Display und dort findet man Informationen oder damit auch Geschwindigkeiten, die für die Navigation wichtig sind. Zum einen die sogenannte True Airspeed. Das ist die wahre Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges durch die Luft, die es umgibt. Und da standen jetzt bei dem Rekordflug mit der 787 etwa 923 km/h. Das wird dort angezeigt in Knoten, also etwa 499 Knoten. Was schon mal ganz schön schnell ist. Daneben gibt es dann die sogenannte Ground Speed und da wird es dann interessant. Diese Geschwindigkeit und auch nur diese Geschwindigkeit kann einem die nötigen Informationen dazu geben, die benötigt man, um die Flugzeit zum nächsten Wegpunkt herauszufinden oder halt eben zum Zielflughafen, der dann vielleicht London Gatwick heißt. An dieser Stelle kommt jetzt also der Rückenwind hinzu. Das Flugzeug bewegt sich also durch die Luft mit 923 km/h oder 499 Knoten. Die Luftmasse, in der sich das Flugzeug bewegt, die bewegt sich allerdings auch und zwar mit 325 km/h beziehungsweise mit 175 Knoten. Das ergibt dann zusammen die Rekordgeschwindigkeit über dem Boden, über dem Grund von 1250 km/h. So viel also dazu. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video und dann bis morgen und tschüss.